Mit dem Vortrag Building Information Modeling wollen wir auf die aktuelle Situation reagieren. Wir haben schon gemerkt, in den letzten ein, zwei Jahren wird das Thema immer häufiger benannt. Wir merken auch von Ihnen, aus unseren Anwendern rein, dass da eine Frage entsteht. Und wir haben jetzt gedacht, wir nutzen die Gelegenheit im Rahmen der Hausmesse, dass wir uns einfach mal gemeinsam ganz allgemein die Grundlagen betrachten, um zu verstehen, worum geht es hier überhaupt, wenn wir was zu dem Thema in verschiedenen Stellen, an verschiedenen Stellen lesen oder wahrnehmen. Wenn wir uns dem Thema zuwenden, vielleicht im Internet uns versuchen, damit auseinanderzusetzen, dann finden wir vielleicht auch die Seite hier vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Das Ministerium ist dem Herrn Dobrindt unterstellt. Herr Dobrindt ist ja aktuell eher in den Medien, wenn es um die Maut geht. Aber hier sehen wir Erscheinungsdatum 2015, Dezember, also vor gut einem Jahr, war hier entsprechend diese Pressemeldung hier zu lesen, betreffend dieser Methode Building Information Modeling. Und da lesen wir hier, ist hier etwas markiert, wir starten eine Offensive zur Digitalisierung der Baubranche. Mit modernen digitalen Methoden sollen Bauprojekte effizienter und im Zeit- und Kostenrahmen realisiert werden. Und da sehen wir, wird auch die BIM-Methode als eine Lösung hier formuliert. Wenn wir noch eine andere Stelle im Internet betrachten, das ist hier zum Beispiel bei baulinks.de zu sehen, das war ein Jahr früher, 2014 im Januar, sehen wir einen Hinweis auf eine EU-Richtlinie bzw. auf eine Empfehlung, dass also empfohlen wird von der Europäischen Union, computergestützte Methoden einzusetzen, also wie Building Information Modeling zur Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen. Also auch hier sehen wir einmal vom Bundesministerium für digitale Infrastruktur, aber auch hier aus der Europäischen Union sehen wir, dass dieses Thema BIM, Building Information Modeling, auch durchaus mittlerweile politisch motiviert ist. Und eine andere Stelle im Internet ist vielleicht ganz interessant. Wir finden hier die Homepage der Gesellschaft Planen Bauen 4.0. Einige von Ihnen kennen vielleicht Industrie 4.0. Das ist eine ähnliche Grundidee, ein ähnlicher Gedanke für unseren Sektor. Und da sehen wir auch auf der Homepage Mission Statement steht hier. Wir haben das mal markiert, als Wegbereiterin bei der Einführung von BIM, das heißt von digitalen Geschäftsprozessen in der Wertschöpfungskette Bau, die beschleunigte Einführung von BIM in Deutschland koordinieren und unterstützen. Also auch da sehen wir, diese Initiative ist genau aus dem Grund ins Leben gerufen worden, um die Einführung dieser Planungsmethode voranzutreiben. Und wenn wir hier nochmal genauer reingucken, dann sehen wir, diese Gesellschaft gibt es seit gut einem Jahr. Auch hier sehen wir Anfang 2015. Das können wir merken, wie gesagt, in den letzten ein, zwei Jahren ist hier einiges in Bewegung. Und wir sehen, dass diese Gesellschaft eine gemeinsame Initiative von verschiedenen Verbänden aus dem Baubereich ist und vom Staat und von der Wirtschaft unterstützt wird. Gut, was haben wir jetzt mit Ihnen in den nächsten knapp 30 Minuten vor? Wie gesagt, es soll einen allgemeinen, groben Überblick verschaffen. Wir steigen jetzt nicht in irgendwelche Details ein. Als nächstes gucken wir uns ganz allgemein mal die Begriffsdefinition an. Wir wollen uns danach mit den Zielen und Hoffnungen befassen, die mit dieser Methode oft benannt werden. Gerade wenn wir auch sehen, dass es politisch motiviert ist. Und wir sehen auch Klassifizierung und Beispiele werden wir uns befassen mit der Anwendung dieser Methode. Und dann kommen wir auch schon langsam gegen Ende mit dem Ausblick und den Hinweis auf die Literaturstellen, die wir entsprechend jetzt zitieren. Begriffsdefinition. Wir machen das jetzt so, ähnlich wie Herr Löwenstein heute Morgen. Wir gucken natürlich bei Google, dann landen wir ganz schnell bei Wikipedia. Und da lesen wir eine allgemeine Definition, Building Information Modeling. Zum einen sehen wir hier die deutsche Übersetzung, Gebäude-Datenmodellierung. Beschreibt eine Methode zur optimierten Planung. Es geht dabei darum, dass die Planung mit einer Software durchgeführt wird und dass alle Gebäudedaten digital erfasst werden.
Und wir sehen weiter, das Gebäude ist virtuell, also als virtuelles Gebäudemodell, geometrisch visualisierbar, also geometrisch darstellbar. Das ist also mal die ganz allgemeine Definition. Weiter sehen wir, wenn wir nach der Begriffsdefinition suchen, vielleicht als interessante Quelle den Stufenplan Digitales Planen und Bauen, herausgegeben von eben dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Hier sehen wir bei der Begriffsdefinition, Building Information Modeling bezeichnet eine kooperative Arbeitsmethodik, mit der aufgrund von digitaler Modelle eines Bauwerks, die für seinen Lebenszyklus relevanten Informationen erfasst werden und verwaltet werden. Und dann sehen wir, hier wird noch weiter über die Definition von das, was wir eben bei Wikipedia gesehen haben, hinaus die Kommunikation zwischen den Beteiligten mit in diese Definition aufgenommen. Halten wir also schon mal fest, wenn wir uns diese zwei Stellen betrachten. Es geht also bei BIM um eine Methode für die Planung und Ausführung und die Bewirtschaftung von Gebäuden. Also es geht hier noch nicht um die Software oder die Schnittstelle, sondern um eine Methode, wie wird gearbeitet. Wir stellen weiter fest, dass also ein virtuelles Gebäudemodell dem zugrunde gelegt wird und dass alle Gebäudedaten hierin erfasst, digital erfasst werden und kombiniert werden. Und es geht weiter um die transparente Kommunikation zwischen den Beteiligten an dem Projekt. Damit kommen wir schon zum dritten Punkt, Ziele und Hoffnungen. Wenn wir wieder in den Stufenplan blicken, da finden wir entsprechend das Kapitel 3, Unterkapitel 3.1, Erhöhung von Planungs- und Kostensicherheit, Planungsgenauigkeit und Kostensicherheit. Und dann sehen wir hier weiter markiert, die für den Bauherren bzw. Nutzer beste Variante kann durch Bauwerkssimulation leichter ausgewählt werden. Das kennen Sie vielleicht auch schon heute. Wir kriegen das schon seit Jahren von unseren Anwendern ja auch bestätigt. Wenn wir mit einem Werkzeug wie Vicado arbeiten, fällt es ja oft Bauherren leichter, diese Zustände, diese Planung zu erfassen, als wenn wir einem Baulaien ein Packen Pläne hinlegen und er soll dann im Grundriss verstehen, wie sein Gebäude später funktioniert. Und wir sehen weiter in diesem Kapitel Optimierung der Kosten im Lebenszyklus. Also hier wird dann über die Planungsphase hinaus auch noch die Betreibung und die Bewirtschaftung dieser Immobilie mit einbezogen. Auch bei Planen Bauen 4.0 finden wir einen langen Abschnitt mit genau diesem Überschriftbestandteil Ziele. Und hier ist nur mal ein Teil markiert. Wir sehen deutliche Effizienzsteigerungen durch bessere Kommunikation der Fachplaner. Also auch das wird hier ganz klar als Ziel formuliert, die Kommunikation zu verbessern. Also halten wir auch hier zu diesem Punkt einfach mal fest. Es geht darum, die Planungsgenauigkeit zu erhöhen, ein Ziel, Kostensicherheit zu erhöhen, Optimierung der Kosten auch für die Nutzungsphase, die Kommunikation klarer zu gestalten und die ganze Wertschöpfungskette in diesen Planungsschritten zu digitalisieren. An sich, denke ich, können wir das hier alles unterstreichen. Ich denke, jeder von uns ist hier an der Planungsgenauigkeit interessiert, an der Kostensicherheit interessiert. Also die Ziele können wir ja durchaus unterstreichen. Nur die Frage ist natürlich, was ist jetzt der Kerngedanke? Wie sollen jetzt diese Ziele nach dieser Methode erreicht werden? Und wichtig ist hierbei, dass wir feststellen, es geht um eine konsequente 3D-Planung und es geht darum, dass wir alle Informationen in unserem Gebäudemodell bündeln und erfassen. Bedeutet ganz einfach, wenn wir also sagen, wir planen konsequent im 3D, dann wird also unser Gebäude zweimal gebaut. Nämlich einmal virtuell während der Planung am Rechner und dann noch, wenn alles geplant und fertig ist, dann wird gebaut und dann bauen wir es ja ein zweites Mal und dann ist eben der Gedanke, dass wir dadurch, dass wir was wiederholen, natürlich Dinge vielleicht schon aufgefallen sind in der Planungsphase in dem 3D-Modell. In dem Buch BIM-Kompendium von dem Herrn Dr. Thomas Liebig, der Herr Liebig ist seit vielen Jahren in dem Themengebiet aktiv,
ist auch Obmann im DIN-Ausschuss, der sich mit dem Thema befasst. In diesem Buch gibt es zu diesem Thema dieses Diagramm. Viele bunte Linien sind hier eingetragen. Und das versuchen wir jetzt mal zu verstehen. Und zwar sehen wir horizontal aufgetragen, skizziert der Planungsverlauf, Vorentwurf, Entwurf, Werkplanung, Ausführung, Bewirtschaftung. Fangen wir links an, Einfluss auf Kosten, die grüne Linie, verstehen wir, können wir uns vorstellen, je weiter unser Planungsprozess läuft, umso geringer wird der Einfluss, den wir auf die Kostenentwicklung dieser Baumaßnahme nehmen können. Also wenn der Boden schon verlegt ist und wir wissen, da ist die Endrechnung, können wir nicht mehr sagen, oh, der war uns zu teuer. Also je weiter wir vorangegangen sind, umso geringer ist der Einfluss auf die Kosten. Im Umkehrschluss, die rote Linie, je weiter die Planung voranschreitet, umso höher werden, entstehen Kosten, wenn wir etwas ändern. Dann ist hier eingetragen quasi der Verlauf der Planung, hier orange traditionell, und der Verlauf der Planung, wenn wir mit BIM planen. Und dann stellen wir uns mal ein ganz banales, einfaches Beispiel vor. Wir sind jetzt in der klassischen Planung, in der Bauausführung steht jetzt die Bauherrenschaft auf der Baustelle und merkt auf einmal, das funktioniert so nicht. Mein Pax-Kleiderschrank, 3 Meter breit, passt nicht hier an die Wand. Die Tür muss verschoben werden. Also wir sind in der Ausführung. Kosten der Änderung, es geht hier bergauf, da muss eine Wand abgerissen werden, es muss was abgemauert werden. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben in 3D geplant, die Bauherrenschaft guckt an ihrem Rechner das 3D-Gebäudemodell an und hat vielleicht da schon in dieser räumlichen Darstellung diesen Eindruck, dann ist natürlich Kosten der Änderung wesentlich geringer. Wir klicken die Wand an, die Tür an, verschieben die. Je nachdem, wie weit wir sind, vielleicht schon in der Werkplanung, klar, dann steigt der Aufwand. Wir müssen vielleicht nochmal einen Bewährungsplan verändern, das macht auch nochmal ein bisschen Arbeit. Aber es ist immer noch nicht so viel Änderung, wie wenn die Wand schon gebaut ist. Also das ist im Prinzip die Kernaussage, diese Verschiebung, dass wir durch die 3D-Planung früher erkennen, wenn irgendwo was vielleicht nicht im Sinne der Bauherrenschaft, der Planung funktioniert. Klassifizierung und Beispiele. Wir haben jetzt den Vortrag, wir sehen das hier, BIM, Building Information Modeling. Wenn Sie sich irgendwelche Veröffentlichungen, Texte anschauen, durchlesen, dann lesen wir immer mal wieder was, in der Regel von Open BIM. Hat bestimmt jeder schon mal gehört. Manche haben bestimmt auch schon Closed BIM gehört. Hat das schon jemand gehört? Ja, oder? Und es geht noch weiter, es gibt auch Little BIM und es gibt auch Big BIM. Ich merke schon, das haben noch weniger gehört. Finden wir alles in dem Buch entsprechend von dem Herrn Liebig oder in verschiedenen tiefergehenden Veröffentlichungen. Und was wir hierbei beachten, wir sehen also offen, geschlossen, klein und groß. Es geht hierbei nicht um eine Wertung. Wir sind ja schnell dabei, was Kleines ist schlecht, was Großes ist besser. Es geht rein um eine Klassifizierung, wie wir gewisse Projekte oder Arbeitsweisen, Aufgaben einstufen. Es gibt also nicht nur ein BIM oder das BIM, es gibt verschiedene Varianten. Und diese 4 Bezeichnungen spannen ein Feld auf. Wir sehen hier unten ist aufgetragen Little und Big, beziehungsweise vertikal, closed und open. Und das bedeutet, wir sehen das bei Little und Big, geht es darum, wir sind in unserem Büro, wir benutzen ein Werkzeug, eine Software und welche Schritte der Planung können wir damit abdecken? Decken wir eine Disziplin ab oder decken wir mehrere Disziplinen ab? Haben wir ein Werkzeug, wenn wir an die Tragwerksplaner denken, mit dem mache ich den Positionsplan, mit was anderem mache ich die Bewährungsplanung. Und vertikal, closed und open, da geht es darum, arbeite ich jetzt an dem Projekt alleine in meinem Projekt oder muss ich Daten austauschen, weil ich Projektbeteiligte habe. Und hier können wir uns also einsortieren. Kleines Beispiel. Denken wir wirklich bewusst an ein kleines Projekt. Wir haben ein Mehrfamiliengebäude und jetzt haben wir ein modernes CAD-Werkzeug benutzt, um dieses Bauvorhaben zu planen. Zum Beispiel ein Produkt wie unser Vicado.
Wir nutzen die Möglichkeiten einer 3D-Planung, dass wir Pläne aus dem Gebäudemodell erzeugen, dass wir das Gebäudemodell dann auch auswerten, wenn es um Kostenermittlungen geht, wenn es um Ausschreibungstexte geht. Alles kommt aus unserem Modell. Dann können wir uns hier in eine Bearbeitung Little Closed BIM einsortieren. Das heißt, wir bearbeiten dieses Projekt. Da wird es jetzt vielleicht selten einen TGA-Planer geben, der ein räumliches 3D-Modell von den zwei Abwasserrohren plant. Also wir bearbeiten das Projekt in unserem Büro, nutzen die 3D-Möglichkeiten, wie wir sie schon länger kennen. Dann können wir uns hier als Little Closed BIM einstufen. Wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen und überlegen, dass wir als Planer jetzt noch dem Architekten eine IFC-Datei weitergeben oder wir geben die GAP-Datei als Architekt für die Ausschreibung weiter, dann bewegen wir uns schon in einem Little Open BIM-Klassifizierung. Anderes Beispiel für die Tragwerksplanung. Sie erkennen das Beispiel vor der Mittagspause. Wir haben also genau diesen Arbeitsablauf. Wir sind Tragwerksplaner. Wir haben also jetzt eine IFC-Datei vom Architekten. Die laden wir in unsere Software. Wir erzeugen damit unseren Positionsplan, unsere Werkplanung, also Bewährungspläne. Also können wir uns hier in eine Big Closed BIM-Bearbeitung einstufen, weil wir ja mit unserem Gebäudemodell einmal in der CAD gearbeitet haben für unser Berechnungsmodell. Wir planen damit unsere Bewährung, erzeugen Bewährungspläne und haben damit mehrere verschiedene Programme bearbeitet. Deswegen Big, aber Closed, wir waren immer noch jetzt an unserem Büro, wir haben jetzt mit keinem anderen diese Daten ausgetauscht. Anders, wenn wir uns vorstellen, wir haben ein sehr großes Projekt, denken wir vielleicht an ein Krankenhaus, wo viele Fachplanungen beteiligt sind. Da gibt es dann wirklich Gebäudeausstattung, die natürlich sehr speziell ist, wo es Fachplanungen gibt. Dann müssen wir natürlich mehr darauf achten, dass wir für die einzelnen Phasen der Planung Daten zwischen den Beteiligten austauschen. Die Beteiligten werden natürlich auch immer mit ihrer spezialisierten Software arbeiten. Es wird ja kaum ein Stück Software geben, was wirklich alles abdeckt, vom Architekten bis zum Brandschutzkonzept oder eben Gebäudeausstattung. Hier sehen wir dann, das ist die Variante, in der wir uns dann bei der Big Open BIM-Variante bewegen, bei dieser Klassifizierung. Und das ist eigentlich auch in der Regel gemeint, wenn Sie heute einen Text lesen, dann da steht Open BIM dran, dann wird eigentlich das Big nur weggelassen, aber diese Variante ist eigentlich damit gemeint. Wir sehen hier aus dem Stufenplan Digitales Bauen einen Zyklus einer Immobilie. Wir sehen also so von der Planung, Voridee, Ausführungsplanung, Herstellung, Betrieb und rot ist hier der Rückbau. Uns interessiert jetzt mal das untere Viertel. Da sind von den Autoren hier so typische Datenübergabepunkte eingetragen, also während der Planung Daten vom Architekten zum Tragwerksplaner und so weiter. Auch hier vielleicht noch mal kurz zusammengefasst. Also jeder von Ihnen, der mit einem Programm eben wie Vicado arbeitet, in 3D plant, dem ist eigentlich diese Variante Little, Big oder Closed schon heute vertraut. Das können wir hier aus dieser Einstufung ablesen. Die Variante Big Open ist natürlich immer dann interessant, wenn es um viele Projektbeteiligte geht. Gehen wir noch ein Stück weiter in die Anwendung. Auch hier kurz ein Überblick. Die Planung erfolgt also konsequent in 3D. Vielleicht hierzu ein kleines Beispiel, was bedeutet das? Also wir denken uns jetzt mal folgende Situation, wir haben dieses Gebäude geplant, wir haben ein 3D-Modell erzeugt, dann legen wir hier einen Schnitt in das Gebäude, tragen unsere Maße ein, bereiten den Plan vor und auf einmal merken wir hier unten, im Bodengutachten stand ja drin, Kiespackung 40 cm, kein Problem, 2D-Grafik, Rechteck rein, Schraffur, Kies ausgewählt. Plan sieht super aus. Aber wenn wir dann irgendwann 3 Wochen später die Auswertung dieses 3D-Gebäudemodells nutzen, wir wollen Mengen, wir wollen Volumen bestimmen, dann merken wir hier unten auf einmal hier dargestellt, es ist ja nur eine Fläche. Also diese Volumen, diese Menge ist einfach nicht vorhanden, die können wir nicht auswerten. Gilt auch für andere Punkte, kennt vielleicht auch jeder von Ihnen im 3D-Modell.
Im Schnitt sieht was nicht so schön aus. Legen wir mal so ein Rechteck drüber, dann sieht es wieder gut aus. Aber diese Punkte, wenn wir konsequent unser Gebäudemodell auswerten, dann wird uns das irgendwann auf die Füße fallen, weil die Mengen nicht stimmen, weil Mengen fehlen. Anderer wichtiger Punkt ist, alle relevanten Informationen werden im Gebäudemodell verwaltet. Auch hier ein ganz kleines Beispiel. Auszugsweise, wir haben unser Gebäude geplant, irgendwann haben wir hier ein Fenster eingeplant, haben die Größe damit festgelegt, haben auch eingetragen Fenster aus Holz, aus Kunststoff, mit Rollladenkasten, mit Fensterbank, was wir alles modellieren. Aber irgendwann gehen die Informationen weiter. Wir stehen irgendwann im Rohbau, vielleicht mit dem Fensterhersteller, und dann geht es auf einmal darum, hat der Rollladen jetzt einen elektrischen oder einen mechanischen Antrieb. Wenn der Rollladenkasten dann das Fensterelement geliefert wird, soll dann auf der rechten oder auf der linken Seite dieses Anschlusskabel für den Schalter raushängen. Hat das Fenster vielleicht im Elternschlafzimmer einen Insektenschutz, einen Einbruchschutz? Ist die Tür zum Treppenhaus T60, T90, ist sie rauchhemmend? Alle diese Informationen sollen jetzt nicht in der Excel-Datei oder in einem Word-Dokument stehen, sondern in das Gebäudemodell einfließen. Dass jeder, der das Gebäudemodell nutzt und eine Auswertung erzeugt, diese Informationen wiederfindet. Eine mögliche Auswertung wäre dann hier zum Beispiel, wir haben eine Fensterliste und genau diese Informationen stecken hier drin und werden dann entsprechend angezeigt. Sie waren ja auch zum Teil vor der Mittagspause beim Herrn Gebauer im Vortrag, da ging es ja auch um diese Auswertungsinformationen. Nächster wichtiger Punkt ist die Planerstellung aus unserem Gebäudemodell. Auch das ist, denke ich, dann klar. Wir benutzen kein 3D-Werkzeug, was eine schöne Eingabe hat, und die Pläne zeichnen wir dann im 2D-CAD nochmal nach. Das ist damit natürlich auch nicht gemeint. Und natürlich ganz allgemein Auswertung vom Gebäudemodell, wenn also das virtuelle Gebäude vorhanden ist, dass wir dann in der Planung auch zum Beispiel Wohnflächen erzeugen, um daraus abzuleiten, vielleicht für den Bauträger, wie ist der Ertrag, der erzielt werden kann beim Verkauf oder bei der Vermietung. Wenn wir jetzt also mit dieser Methode arbeiten wollen, brauchen wir auch ein CAD-Werkzeug, was BIM-fähig ist. Auch da gucken wir in das BIM-Kompendium von dem Herrn Liebig. Der hat hier wichtige Merkmale aufgetragen, die eine BIM-fähige Software auszeichnen. Erstes Merkmal ist Erzeugung eines Gebäudemodells über Bauteile, über Objekte. Also es hilft mir nichts, ein Planungswerkzeug zu benutzen, was am Schluss so aussieht wie ein Haus, wo am Schluss eine Decke drin ist, die aussieht wie eine Decke, sondern wir brauchen wirklich Bauteile, Decke, Wand, Stütze. Sie erinnern sich bei dem IFC-Import bei Vicado, bei dem Microfee-Vortrag, da haben wir gesehen, da gibt es Geschosse, da gibt es Bauteile wie Wände, Stützen, Decken und so weiter. Und wir brauchen die Möglichkeit eben der Strukturierung in Geschosse. Ich habe es eben schon kurz angerissen. Also dieses Werkzeug muss Strukturen wie Geschosse beherrschen. Wir brauchen objektbezogene Informationen, einmal aus dem Gebäudemodell, wie zum Beispiel Längen, Breiten, Höhen, Volumen, aber auch zusätzliche Informationen. Wir müssen in der Lage sein, Pläne zu erzeugen und auch Auswertungen zu erzeugen. Wir müssen Informationen über Schnittstellen austauschen können. Und, das fand ich persönlich ganz interessant, er benennt auch die Verwaltung von Vorlagen und Bauteilbibliotheken. Ich hätte es jetzt eher rein als Komfortmerkmal gesehen. Aber es ist natürlich klar, die Informationsdichte wächst immer mehr an, die Sie in das Modell dann reinpacken. Und es ist natürlich für Sie von Vorteil, wenn wir mit Vorlagen diese Informationen, die Eingabe natürlich erleichtern. Gut, darüber hinaus, wenn wir speziell nochmal über OpenBIM nachdenken, geht es hier um die Zusammenarbeit von mehreren Projektbeteiligten. Und dann müssen wir natürlich spezielle Regeln formulieren. Wie sieht diese Zusammenarbeit aus? Und es betrifft dann natürlich, wie wir es auch schon vorhin gesehen haben, größere Projekte. Wenn wir hier nochmal in den Stufenplan blicken, dann sehen wir auch hier, die Arbeit mit BIM ganz klar setzt vertragliche Regelungen voraus. Und dann ist hier noch in der Mitte ein Abschnitt markiert, da kommen wir in ein paar Folien nochmal drauf zurück.
Aber Sie sehen hier schon mal einen Begriff Grundmodell und abgeleitete Teilmodelle. Und dann geht es noch weiter mit Konsistenzprüfungen der verschiedenen Teilmodelle. Kommen wir in ein paar Folien nochmal drauf zurück. Wir bleiben erst nochmal bei der Zusammenarbeit von mehreren Beteiligten. Auch hier wieder ein Blick in diesen Stufenplan. Da sehen wir eine Bezeichnung, der Auftraggeber hat in seinen Auftraggeber-Informationsanforderungen, die sind hier mit AIA abgekürzt, genau festzulegen, wann und in welcher Detailtiefe und in welchem Format Informationen gebraucht werden. Also welche Dateitiefe, welche Format, Festlegungen, das lesen wir auch bei dem Herrn Liebig. Dann geht es wirklich um eine genaue Bezeichnung, wie ist vielleicht die Struktur des Gebäudemodells, wie sind Bauteile modelliert, geht mitunter sehr ins Detail, weil das Gebiet sehr weit ist und wir brauchen ja irgendwo eine verbindliche Grundlage, dass wir am Schluss entscheiden können, ist jetzt ein Modell richtig oder falsch. Und es geht noch ein Stück weiter, wenn wir mit verschiedenen Personen zusammenarbeiten und über Kollisionskontrollen und gewisse Abschnitte sprechen, dann müssen wir natürlich auch über Prozesse sprechen. Wann ist welcher Schritt zu gehen? Und das wird hier als BIM-Abwicklungsplan bezeichnet, BAP. Und jeder hat vielleicht dann in dem Umfeld schon mal was vom BIM-Manager gehört. In dem Zusammenhang fällt dann dieser Begriff, dass also eine Person natürlich auch verantwortlich sein muss, diese verschiedenen Prozesse, Schritte einzufordern, zu überprüfen, dass das auch dann vertraglich erfüllt wird. Und als weiterer wichtiger Punkt wird eine gemeinsame Datenumgebung benannt. Damit ist ganz einfach gemeint, dass alle, die am Projekt beteiligt sind, die gleichen Informationen zur Verfügung haben. Also, dass der eine den anderen anruft und dann hier mal einen Plan rüberschickt und der dritte weiß von dem Plan nichts und dann gibt es auf einmal Unterschiede in verschiedenen Planungsständen. Was ist jetzt richtig oder falsch? Das soll damit ausgeschlossen werden. Alle sollen Zugriff auf den gleichen Informationsstand erhalten. Gucken wir uns in dem Zuge nochmal den Datenaustausch an. Wenn wir also mit einem 3D-Werkzeug arbeiten, das Gebäudemodell erstellt haben und jetzt wollen wir eben das an Planungsbeteiligten weitergeben, dann brauchen wir ein 3D-Format, was in der Lage ist, diese Eigenschaften zu erfüllen, dass also die Gebäudestruktur erhalten bleibt, dass auch die zusätzlichen Informationen erhalten bleiben. Und da kennen wir eigentlich aktuell auf dem Markt nur das IFC-Format. Es gibt verschiedene andere Formate auch, die in der Lage sind, was auszutauschen. Aber eigentlich wird auch in allen Veröffentlichungen, es geht nur um dieses Format. Es gibt noch weitere, wie das GAP-Format, wenn es um Ausschreibungen geht. Aber für das ganze Gebäudemodell kennen wir eigentlich nur das. Und auch hier nur ganz grob ein paar Informationen. Wenn wir also mit IFC arbeiten, dann gibt es aktuell die Version 2x3. Die ist in der Anwendung aktuell. Es gibt auch seit 3 Jahren das Format IFC, die Version IFC 4. Das können wir aber eher wie so eine Art Beta-Version einstufen. Es gibt noch nicht viel Software, die das unterstützt und es ist einfach noch in der Entwicklung. Und wie wir es beim Einlesen vor der Mittagspause gesehen haben, die IFC-Struktur, die kennt dann eben Bauteile wie IFC Column, IFC Wall. Und auch da ist die Komplexität leider noch nicht am Ende. Wenn ich jetzt so eine IFC-Column mir angucke, also eine Stütze, dann kann die als extrudiertes Objekt beschrieben werden in dieser Datei. Das würde bedeuten, wir haben eine Grundfläche, Länge mal Breite, extrudiert 2,50 Meter Geschosshöhe. Das ist im Prinzip die Idealvariante. Wenn wir eine CAD-Software vielleicht benutzen, die diese Idealvariante nicht unterstützt, dann können wir auch mal ein Bauteil bekommen, was dann als Bounding Representation dargestellt wird. Das wäre also rein, damit kann ich jedes Objekt darstellen, hätte ich dann für meine Stütze entsprechend wie beim Würfel 6 Seiten und die repräsentieren das Bauteil. Ist eine schwächere Abbildung, weil ich dann damit, wenn ich jetzt so eine IFC-Datei zum Beispiel in Vicado einlesen würde, dann kann Vicado daraus keine Stütze mehr machen. Dann ist das, wie wenn Sie in Vicado ein allgemeines Bauteil definieren, wo Sie dann nicht mehr in den Eigenschaften sagen können, das Bauteil ist jetzt 1 Meter höher. Also viel hängt davon ab, was kann ein System im Export dann entsprechend liefern.
So, jetzt ist natürlich die Frage, wenn also die verschiedenen Fachplaner jetzt mit dem Gebäudemodell arbeiten, ist natürlich die Frage, arbeiten jetzt alle an demselben Datenmodell? Ist jetzt diese IFC-Datei die Grundlage für alle Planungen? Wenn Sie sich eine ältere Veröffentlichung angucken, die mehrere Jahre alt ist, dann wird genau dieser Arbeitsablauf benannt. Aber mittlerweile ist in allen Veröffentlichungen zu lesen, das funktioniert so nicht. Weil wir einfach wissen, es gibt so viel Spezialsoftware, der Gebäudeausstatter, die Statiker, die Architekten. Es gibt keine Software, die alle Bereiche abdeckt. Also, und jetzt kommen wir an den Begriff zurück von den Teilmodellen in dieser Definition. Beschrieben wird eine Arbeitsweise folgendermaßen, dass also der Planer, der Architekt, das Grundmodell erzeugt. Es wird geplant, erzeugt, Grundmodell oder Architekturmodell wird erstellt und aus diesen werden dann Teilmodelle abgeleitet. Wäre zum Beispiel ein Raummodell. In dem Raummodell sind dann alle Räume enthalten und damit ist die Nutzung definiert. Wir wissen, wo ist eine Küche, wo ist ein Bad. Wenn wir also eine Planung durchführen, sind dort die Informationen dann zu finden. Oder wir haben ein Ausbaumodell oder wir haben ein Rohbaumodell. Wir haben vor der Mittagspause mit dem Rohbaumodell gearbeitet. Auch hier ist, denke ich, jedem, besonders den Tragwerksplanern, vertraut, was das Ziel davon ist. Jeder von Ihnen kennt eine DXF- oder DWG-Datei, wo ganz viele Informationen drinstecken, Kloschüsseln, Autos, die wir alle nicht brauchen. Eigentlich interessieren uns nur, wo sind denn unsere tragenden Bauteile, die wollen wir abgreifen für die Modellierung. Und genau das wird damit erreicht, dass eben die zugenommene Informationsfülle gebündelt und kanalisiert wird. Also die Fachplaner erstellen auf Grundlage von Teilmodellen ihre Fachmodelle. Sie arbeiten in ihrer Spezialsoftware und die Informationen müssen natürlich erhalten bleiben, die das Gebäudemodell auszeichnen. Ganz kleines Beispiel, nehmen wir mal die Gebäudeausstattung. Jemand will also jetzt planen, wie diese Infrastruktur im Gebäudemodell aussieht. Er braucht das Rohbaumodell und das Raummodell, das importiert er in seine Spezialsoftware und kann dann über die Raumnutzung und den Rohbau dann zum Beispiel Aussparungen, Schlitze und so weiter planen und mit den Tragwerksplanern abstimmen. Anderes Beispiel, Tragwerksplanung, hier waren wir vor der Mittagspause, wir haben uns das Rohbaumodell in unsere Spezialsoftware übernommen, haben damit unser Berechnungsmodell für Mikrofee erzeugt und wenn wir dann diesen Planungsschritt vollendet hätten, wären wir irgendwann zu der Bewährungsplanung gekommen und hier sehen wir das Bewährungsmodell als Fachmodell, was wir dann natürlich wieder weitergeben. Kollisionskontrolle, wenn wir jetzt merken, jeder Fachplaner hat sein eigenes Fachmodell und wir haben Teilmodelle, dann müssen wir irgendwann auch sicherstellen, dass das alles ja auch wieder zusammenpasst. Und da kommt dann dieses Schlagwort Kollisionskontrolle ins Spiel. Da gibt es schon heute spezielle Software, die in der Lage sind, beliebig viele IFC-Dateien einzuladen und zum Teil auch automatisiert auf Kollisionen zu überprüfen. Passt das Rohr durch die Aussparung in der Wand? Im Prinzip sind wir soweit schon mal am Ende angelangt. Als kleiner Ausblick, wenn wir hier nochmal in den Stufenplan reinschauen, dann sehen wir, es gibt hier eine zeitliche Abfolge. Wir befinden uns im Jahr 2016, also hier Vorbereitung. Dann gibt es eine Pilotphase und das Ziel ist hier formuliert, 2020 alle Projekte mit der BIM-Methode zu planen. Das bezieht sich natürlich auf den Zuständigkeitsbereich dieser Behörde und es ist natürlich hier mit der Infrastruktur, geht es hier um Straßen oder Brücken, wenn wir jetzt speziell an den Bausektor denken. Können wir ja gucken, wenn wir uns hier treffen für die WorkSuite 2021, wo wir dann stehen. Wichtig ist für uns natürlich, wenn wir gewisse Regeln anwenden. Wir kennen das ja als Tragwerksplaner, wir wollen einen Querschnitt bemessen, dann gucken wir in den passenden Eurocode mittlerweile. Richtlinien und Normen für Deutschland in Bezug auf die BIM-Methode gibt es zurzeit noch keine.
Aber wir sehen auch hier, seit den letzten ein, zwei Jahren ist in den typischen Gremien hier die Arbeit begonnen. Wir sehen zum einen beim DIN-Ausschuss gibt es seit Anfang 2015 einen Arbeitskreis, wo, wie gesagt, der Herr Dr. Liebig auch vorstehend ist. Und wir sehen auch beim VDI gibt es Arbeitskreise, die hier an Richtlinien arbeiten. Hier werden erste Ergebnisse in diesem Jahr erwartet. Und wir sehen, so ist hier die Vorstellung über verschiedene Dokumente, die man dann kennen und anwenden muss, wenn es um Grundlagen, um Daten, um Methoden und so weiter geht. Als interessante Literaturhinweise, Sie sehen das ja in Ihrem Umdruck, haben wir hier mal drei Dokumente rausgesucht. Das ist hier im Prinzip von den Kosten steigend und von dem Inflationsgehalt steigend. Einmal der Stufenplan, das ist ein PDF-Dokument, das können Sie kostenlos im Internet runterladen, das sind 20 Seiten, recht gut gemacht. Dann haben wir ein Dokument, ein kleines Heftchen vom DIN-Verlag, also vom Maßstab her kommt es ungefähr hin, das ist hier ein bisschen kleiner wie DIN A4. Das kostet so 20 Euro, glaube ich, auch nochmal ein bisschen eine kompakte Variante. Und wenn man sich genauer mit dem Thema befasst, ist das BIM-Kompendium sehr interessant. Wichtig ist auch, diese drei Dokumente sind alle aktuell. Die sind ein Jahr, maximal zwei Jahre alt. Es gibt viel mehr Bücher, wir müssen aber aufpassen, gerade was ich so mitten im Vortrag hatte mit dem einen Gebäudemodell, Teilmodelle. Wenn wir hier alte Literatur uns angucken, kann ein Inhalt abgebildet sein, der heute nicht mehr aktuell ist. Also halten wir fest, seit den letzten ein, zwei Jahren nimmt das Thema immer mehr von Bedeutung, nicht zuletzt, weil auch politisch motiviert hier gearbeitet wird. Kerngedanke ist eine konsequente 3D-Planung. Vielen von Ihnen ist das bestimmt schon heute vertraut. Wesentliche Ziele, hier geht es immer um Kosten, um Planungsgenauigkeit. Aber wir haben auch hier gesehen, wichtiger Bestandteil ist, erst planen, dann bauen, spielt auch eine wichtige Rolle bei einer Planungssicherheit. Und wir halten auch fest, es gibt verschiedene Ausprägungen. Es gibt nicht nur das BIM, sondern es gibt verschiedene Ausprägungen. Und wir können uns gut vorstellen, dass wir auch im Alltag dann mit verschiedenen Projekten auch verschiedene dieser Varianten benutzt, weil es ja einfach nicht immer um einen Austausch mit anderen geht. Meine letzte Folie, ich persönlich fand das ganz spannend. Sie kennen ja alle Wikipedia, jeder von Ihnen hat da bestimmt schon mal nach einer Begriffsdefinition gesucht und vielleicht weiß auch der ein oder andere, man kann sich ja anzeigen lassen, wie viele Personen nach diesem Begriff auch gesucht haben. Und wenn wir uns das bei diesen drei Buchstaben BIM, Building Information Modeling, mal anzeigen, Sie sehen hier unten den zeitlichen Verlauf, das ist ungefähr ein Jahr, Mitte 2015, Anfang 2016, Mitte 2016. Diese Einschnitte, die weißen Punkte, das ist immer das Wochenende. Das ist immer hier eine Woche. Also am Wochenende wird weniger nach BIM gesucht als unter der Woche. Und wir sehen, vor einem Jahr sind wir hier ungefähr bei 200 Suchanfragen pro Tag. Dieses Jahr, Mitte dieses Jahres, sind wir ungefähr bei knapp 400 Suchanfragen pro Tag. Also auch da können wir schon an dieser Tendenz ablesen, dass dieses Thema immer mehr auf Interesse stößt. Wenn man dann mal guckt, hier am 20.01., da waren es mal 800. Da gab es eine neue Ausgabe von der Zeitschrift Feuertrutz, da ging es um BIM im Brandschutz. Vielleicht hat es damit was zu tun, man weiß es nicht.